darf Sie im Namen der Stadt Pfaffenhofen recht herzlich begrüßen zur offiziellen Eröffnung von Wichtelzeitung Weihnachtszauber 2015. Ich werde Sie fragen, was soll das? Gestern war ja auch schon Betrieb. Das müssen Sie sozusagen als Echttest gestern begreifen. Heute die offizielle Eröffnung. Wir haben das Ganze aus Pietätsgründen so gemacht, weil wir wollten dem Christkindl in Nürnberg mit seinem Prolog den Vortritt lassen. Der ist vor einer halben Stunde beendet worden. Jetzt können auch wir offiziell eröffnen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. So Pietät? Ich weiß gar nicht so recht, was ich jetzt sagen soll. Also zum einen ist 4 Wochen Christkindlmarkt, natürlich 4 Wochen ein Angebot für die Bürger, sich auf Weihnachten einzustimmen, ein paar angenehme Stunden in der Innenstadt zu verbringen. Auf der anderen Seite, glaube ich, war das kein einfaches Jahr, das jetzt zu Ende geht. Und wenn wir Weihnachten zustellen, dann sollte man immer auch die Geschichte der Herbergssuche im Hinterkopf haben. Mehr möchte ich an der Stelle gar nicht sagen. Ich wünsche Ihnen grundsätzlich eine besinnliche Vorweihnachtszeit und angenehme Stunden hier auf dem Christkindlmarkt. Was er über Pfaffenhofen geschrieben hat, war 10 Uhr Pfaffenhofen. Aber es beschrieb mal auf seine unglückliche Verliebtheit. Er hatte einfach andere Dinge im Kopf wahrscheinlich. Weichen irgendwann. Auf jeden Fall hat man hier also gegraben, um auch die Keller auszuheben. Und man ist auf das Bad, das mittelalterliche Bad der Stadt gestoßen. Frage ich Sie, warum brauchte die Stadt ein Bad im Mittelalter? Daheim. Genau, es hat keiner daheim ein Bad gehabt. Und in der mittelalterlichen Stadt